Sie ist so deutsch wie Mad Eagle und Socken in Sandalen, die Post. Die gute alte Post. Oder müsste es mittlerweile heißen, die schlechte heutige Post? Man kennt das. Man bestellt was im Internet, wartet ungeduldig, dass geliefert wird, aber es kommt und kommt nicht an. Briefe kommen gar nicht an oder zu spät, Pakete sind beschädigt, wochenlang unterwegs oder werden ohne Benachrichtigung irgendwo in der Nachbarschaft abgegeben. Dass mit der Post was nicht stimmt, ist nicht nur ein Bauchgefühl. Seit Jahren nehmen die Beschwerden zu. In den letzten 5 Jahren haben sich die Beschwerden sage und schreibe verfünffacht. Und fürs laufende Jahr sieht alles nach einem neuen Rekord aus, denn bis Mitte Juni gab es schon fast so viele Beschwerden wie im ganzen Jahr davor. Eigentlich läuft es gerade für die Deutsche Post astrein. Allein 2017 konnte sie sich über einen Rekordgewinn von 3,7 Milliarden Euro freuen. Noch nie hat die Post so viel Geld verdient, aber wie das im Business eben so ist, es ist nie genug. Obwohl man die höchsten Gewinne aller Zeiten einfährt, wurden erst Anfang Juli wieder die Preise erhöht. Die Büchersendung Maxi kostet jetzt 3% mehr, die Warensendung Groß 16% mehr, die Büchersendung Groß wurde 20% teurer und die Warensendung Kompakt sogar 44% teurer. Und natürlich will man bald auch wieder das Briefporto erhöhen. Steigende Preise bei sinkender Qualität, ein feuchter Managertraum. Aber warum ist das so, dass man so oft auf seine Post warten muss oder sie überhaupt nicht ankommt? Laut der Gewerkschaft Verdi hat der Postkonzern durch überzogenes Sparen zu wenige Mitarbeiter und 5000 Briefträger und Paketboten fehlten. Die Arbeit dieser nicht existenten Zusteller müssen natürlich die Zusteller ausgleichen, die tatsächlich da sind. Postboten sind konstant überarbeitet. Die Menge an Zustellungen ist so groß, dass sie ihre Touren kaum schaffen können. Diese Belastung hat Folgen. Der durchschnittliche Krankenstand in deutschen Unternehmen liegt bei 4%. Bei den Zustellern der Deutschen Post hingegen liegt er mit 12% dreimal so hoch. Zwischen 2012 und 2016 ist der Krankenstand unter Postzustellern um satte 140% gestiegen. In Berlin wird schon seit letztem Jahr gewarnt, dass durch die massiven Ausfälle die eigentlich tägliche Zustellung praktisch nicht mehr stattfinde. Es gibt zu wenige Zusteller und die Zusteller, die es gibt, fallen wegen der Überlastung viel zu häufig aus. Postchef Frank Appel will exorbitante Gewinnziele durchsetzen. Für das Geschäftsjahr 2020 hat er 5 Milliarden Euro Gewinn versprochen. Das kann der Vorstand nur schaffen, wenn er weiter am Personal spart. Andere Wege sind in der Brief- und Paketzustellung kaum mehr möglich. Wenn ihr ewig auf eure Pakete oder Briefe wartet, gebt nicht dem Postboten die Schuld. Also das sind auch Leute, die sich anstrengen und ihr Bestes geben. Naja, auf jeden Fall meistens. Für das Chaos, das bei der Zustellung oft herrscht, können die Zusteller selbst nichts. Also das sind auch nur Leute, die irgendwie versuchen, den Tag rumzukriegen und so viel wie möglich zu schaffen. Und die Verantwortlichen für die Probleme, die findet man eher in den Chefetagen der Deutschen Post. Bei Managern, die versuchen so aus Prinzip immer noch so eine Milliarde Profit hinten dran zu hängen, und die dabei, aus meiner Sicht zumindest, völlig die Menschen aus den Augen verlieren, die eigentlich diesen Erfolg erst möglich machen.